Wie wichtig sind kollegiale Hospitationen für die Schulentwicklung? Also es ist für Unterrichtsentwicklung unwahrscheinlich wichtig, dass man ein Feedback zum eigenen Unterricht bekommt. Andreas Helmke hat dieses Verfahren EMU, das wir bei uns durchführen, entwickelt und er hat in einem Vortrag, den ich mal hörte, hat er herausgestellt, dass wir Lehrer in bestimmten Bereichen einfach nicht klar sehen, beziehungsweise sozusagen in Bezug auf bestimmte Verhaltensweisen, die wir vielleicht verinnerlicht haben, ein bisschen betriebsblind sind. So, und wenn dann jemand von außen kommt und mich daran erinnert, Mensch, du hast einen hohen Redeanteil im Unterricht oder Vergleichbares und mir auf diesem Wege Feedback gibt, dann bringt mich das voran. Ich kann die Qualität meines Unterrichts verbessern, steigern und das ist im Prinzip Unterrichtsentwicklung. Ich arbeite an mir als Lehrer, ich verbessere meinen Unterricht und gut, diejenigen, die davon profitieren, sind unterm Strich die Schüler. Also es war sehr förderlich und also es hat einem gut getan. Natürlich ist man wirklich so, am Anfang denkt man, ach, mir macht das nichts aus und da kommt jemand, beguckt den Unterricht und ich will da auch nichts wie ein Referendar besonders planen oder so, ich zeige meinen Alltag. Aber ich muss schon sagen, als dann der Kollege mit da drin saß, so hatte ich am Anfang auch schon ein bisschen Herzklopfen und habe gedacht, oh, hoffentlich läuft auch alles gut, wie ich mir das dann auch denke. Im Kollegium kommt es, würde ich sagen, eigentlich ganz gut an, wobei es nach wie vor durchaus auch Situationen gibt, wo Kolleginnen und Kollegen sagen, Mensch, das ist schon wieder was ich leisten muss und schon wieder eine Aufgabe, die ich zu bewältigen habe. Insgesamt aber hatte ich aus Gesprächen mit Kollegen und Kolleginnen entnehmen können, dass insgesamt diese kollegialen Hospitationen doch als bereichernd erlebt werden. Also man hat sich zu Beginn des Schuljahres einen kritischen Freund erwählt, sozusagen mit dem man diese Hospitation durchführt. Und man bekommt von diesem Kollegen auf Augenhöhe ein zugewandtes Feedback zum eigenen Unterricht. Und das kann für einen Kollegen sehr konstruktiv sein. Und so nehmen die Kollegen das auch wahr. Es ist sehr niedrigschwellig. Man begegnet sich auf Augenhöhe, wie ich schon sagte. Und das ist etwas anderes, als wenn man sozusagen von einem Schulleitungsmitglied im Unterricht besucht wird und reflektiert wird. Das hat dann schon einen anderen Charakter. Und insofern wird das von den Kollegen durchaus geschätzt. Und ich glaube, von den Schülerinnen und Schülern auch. Und ich habe jetzt zweimal EMU gemacht und bei beiden Mal kam raus, Lob fehlt. Und das war für mich irgendwie doch so ein bisschen erschreckend. Und jetzt habe ich mir ein großes Schild gemalt, da steht LOB drauf und das hängt hinten in der Klasse. Und wirklich immer, wenn ich auch da drauf gucke oder so, sage ich nochmal, um diesen Schlüssel auch einzuhalten, weil klar, ermahnen und so tut man die Schüler schon oft, aber dann eben auch nochmal vieles auch zu loben und es gibt immer vieles zu loben. Also ich kann zum Beispiel mich an meine letzte EMU-Runde erinnern, da hatten die Schüler in ihrem Feedbackbogen mir gegenüber, sie hatten formuliert oder hatten angekreuzt, Mensch, ich solle mal ein bisschen mehr loben, so hatten sie gesagt, okay. Nachdem ich das dann nun gelesen hatte, haben wir als Klasse haben wir uns zusammengesetzt und haben diesen EMU-Durchgang ausgewertet und da kam das zum Thema, oder da kam das auf den Tisch sozusagen, oder da teilten die Schüler mit, Mensch, ja, Björn, wir haben das hier wahrgenommen, also es wäre, wir würden uns über das ein oder andere Lob oder ein Lob, das öfters kommt, darüber würden wir uns sehr freuen. Für mich war das eine ganz wichtige Information, denn wenn man sozusagen im Geschäft drinsteckt und im Job drinsteckt, dann vergisst man diese Dinge manchmal so. Dann hat man so ein Stückchen seine Ziele im Auge dann vergisst man die Schülerperspektive. Ich fand das, für mich war das sehr, sehr hilfreich. Ich habe danach halt vermehrt darauf geachtet oder versucht darauf zu achten, meinen Schülern dann auch positives Feedback zu geben. Das ist leider das, was man immer wieder vergisst, aber eigentlich ist es unwahrscheinlich wichtig, dass man das Schüler positives Feedback bekommt. Es gibt diesen Losada-Quotienten, auf ein negatives Feedback sollten 3 positive folgen und da ist was dran. Was ich eben auch sagte mit diesem Lob und so, da brauche ich gar nicht mehr immer drauf gucken, das habe ich jetzt wirklich auch verinnerlicht und habe auch das Gefühl, jetzt wesentlich mehr zu loben. Und ja, ich merke immer, dass die Kinder natürlich auf Lob, die sind so dankbar. Also es ist auch nochmal was anderes im Primarbereich vielleicht als jetzt hier in Sek 1, aber Lob ist für alle Menschen immer was Positives. Ich glaube nach wie vor, dass wenn Kolleginnen und Kollegen sich dieser kollegialen Hospitation aussetzen und den Mut haben, andere in die Klasse reinzulassen, mit Schülern über den Unterricht zu sprechen, dass sie unterm Strich davon profitieren, nämlich in der Form, dass ihr Unterricht vielleicht reibungsärmer läuft und dass sie mit ihren Schülern ins Gespräch kommen, in Kontakt kommen, sich auf emotionaler Ebene da vielleicht eine Form von Beziehung entwickelt, die sehr zuträglich ist. Insgesamt
erleben Sie, denke ich, nach so einer kollegialen Hospitation oder können Sie Ihren Unterricht nach so einer kollegialen Hospitation als reibungsärmer erleben. Sie entwickeln ein höheres Maß an Berufszufriedenheit und das trägt unterm Strich dazu bei, dass es einem als Lehrer einfach besser geht im Job. Mit Sicherheit.